Hey und willkommen zum neuen Video. Ich hoffe, der Ton passt einigermaßen. Ich habe natürlich wieder keine Mikrofone dabei. Denn wie ihr sehen könnt, bin ich heute unterwegs. Ich habe die Canon 1 DS Mark II eingepackt mit dem manuellen 105er Makro, denn ich habe immer noch kein anderes Objektiv dafür. Und dachte mir, es ist super schönes Wetter. Ich führe die Kamera mal aus und wir gucken mal, was damit so geht, wenn wir in der Stadt unterwegs sind. Und ich würde mal sagen, wir fahren jetzt mal zusammen los. Angekommen, ist ganz schön windig. Während ich den ganzen Bums jetzt hier zusammenbastel, könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, welches Budget-Objektiv ich mir mal für die 1 DS besorgen soll. Bis gleich. Da haben wir auch quasi schon unseren ersten Kandidaten. Ich finde den Bunker eigentlich ganz witzig, wo wahrscheinlich die Wohnungen reinkommen. Den habe ich gleich natürlich nochmal von der anderen Seite, da laufen wir leider noch ein bisschen rum. Das Hotel darf natürlich nicht fehlen bei schönstem Wetter. Auch immer wieder gern gesehen, ansonsten ist halt echt nicht viel los. Aber ich dachte mir, um mit der 1 DS Mark II mal ein bisschen rumzulaufen, reicht das, um die einfach mal ein bisschen draußen zu testen. Romantisch war ich nicht mehr ganz so viel, aber zumindest lagen die Schnapsflaschen vernünftig sortiert in der Gegend rum. Und ja, das habe ich einfach mal mitgenommen. Hallo aus dem Schnitt. Wisst ihr, was gar nicht so gut kommt, wenn man beim Schneiden feststellt, dass einem ein Teil von seinem Footage fehlt, weil man den vielleicht gelöscht hat? Das Video wird also ein bisschen kürzer als geplant. Ich zeige euch jetzt noch die Bilder, die ich gemacht habe, denn die habe ich natürlich noch. Und danach geht es einfach mit dem Rest, den ich aufgenommen habe, weiter. Wenn wir schon mal hier sind, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, das Video zu liken und meine Frage in den Kommentaren zu beantworten. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Eigentlich wollte ich mit euch jetzt ein bisschen schön am Sperrwerk sitzen und über die Canon 1 DS soweit schnacken. Aber es ist so windig, da versteht man sein eigenes Wort nicht. Deshalb sitzen wir jetzt hier im Auto am Sperrwerk und schnacken ganz kurz über die Canon 1 DS, mit der wir gerade unterwegs waren. Kann man mit der Canon 1 DS Mark II heute noch Spaß haben? Auf jeden Fall. Super groß, super unpraktisch, super schwer, aber macht richtig, richtig Spaß damit zu fotografieren. Ist für das, was wir heute gemacht haben, also durch die Stadt gehen und Fotos zu machen, 105 mm Makro ohne Autofokus, die richtige Linse, auf keinen Fall. Das ist eine super schwierige Geschichte, schwierig Motive zu finden mit der langen Brennweite, gerade wenn es um Häuser geht oder sowas, würde ich eher nicht machen. Schreibt mir also, wie ich anfangs schon gesagt habe, mal rein, welche Budget-Linse ich mir für die Canon kaufen soll. 50 mm, 28, irgendein Zoom, vielleicht irgendwas, was ich gar nicht kenne. Die Linse, die am meisten in den Kommentaren genannt wird, die werde ich mir einfach besorgen und dann gehe ich damit mal auf Tour. Lasst mir so gerne ein Abo da und like das Video, wenn es euch gefallen hat. Schreibt fleißig in die Kommentare. Allzeit gutes Licht, gutes Wetter und bis zum nächsten Mal.